24. Spieltag der Landesklasse Nord. Der SV Liebert-Wolkwitz empfängt den FC Bad Lausick. Beide Mannschaften abstiegsgefährdet. Liebert-Wolkwitz auf einem direkten Abstiegsplatz. Bad Lausick auf Tabellenplatz 10. Es sind die beiden Mannschaften mit den meisten Gegentoren in der Liga. Es sollte heute also torreich losgehen. Die Gastgeber in den weiß-blauen Trikots von links nach rechts direkt mit einem Freistoß und einem Tor. 19 Minuten sind gespielt. Oliver Aus trifft per Kopf nach diesem Freistoß durch Julius Hickel. Klasse gemacht. Das war die erste richtig gute Chance im Spiel und die nutzen sie direkt. Oliver Aus, der Routinier auf der linken Seite mit seiner ganzen Erfahrung und dem Kopf zum Führungstreffer. Und nur kurze Zeit später geht ein leichtes Raunen durch das Stadion aufgrund dieser Aktion von Patrick Kutzner. Wir sehen es nochmal, elegant mitgenommen. Ob das Absicht war, war dahingestellt. Thomas Klotz versucht erste Anpassungen bei seiner Mannschaft vorzunehmen, denn sie liegt ja mit 1:0 zurück. Doch weiterhin sieht man erst nur Liebert-Wolkwitz. Christoph Aust hat die Möglichkeit, lässt sich zu viel Zeit. Gut abgedrängt vom Verteidiger in dieser Situation. Das hätte das 2:0 sein können. Aber es kommt auch Bad Lausick, Riesenmöglichkeit. Aber dann verstolpert Markus Gritzner die Situation. Letztendlich, das war schon die erste Hälfte. Halbzeit 2 beginnt mit einem Riesending. Mit einer Riesenmöglichkeit für Liebert-Wolkwitz. Ihr Trainer Stefan Franke konnte sich erstmal zufrieden zeigen, brachte zur Pause für Oliver Aus dann Franz Dittrich, den eigentlich Besten der Mannschaft, der sofort in Szene gesetzt wird. Franz Dittrich muss früher abschließen und so kann tatsächlich Bad Lausick diese Chance noch bereinigen. Bitter für den Angreifer. Die Gastgeber leisteten sich allerdings Fehler. Bruno Scheler-Stör mit dem Fehler, Petzold sucht den Pass in die Mitte und ein Pfiff ertönt. Schiedsrichter Patrick Schalkowski legt sich sofort fest, kein Elfmeter, sondern Freistoß stattdessen und das war die richtige Entscheidung. Freistoß Erik Ziffert und er ist trotzdem drin, Ausgleich für Bad Lausick und das geht in Ordnung. Der Kapitän macht es selbst, gut platzierter Freistoß, kaum eine Chance für Andreas Lobsch im Kasten. Der war richtig gut geschossen. So alles wieder offen und Liebert-Wolkwitz wollte nochmal angreifen. Hier hat der, der den Ausgleichstreffer verschuldet hat, Bruno Scheler-Stör, die Möglichkeit, das Spiel wieder gut zu machen. Der geht allerdings knapp am Tor von Kutzner vorbei. Nächste Szene und es ist die beste in der zweiten Hälfte für Liebert-Wolkwitz. Allerdings hat sich Schiri-Assistent Niklas Trübusch sofort für Abseits entschieden. Und auch deswegen kommt Stefan Franke mit seiner Mannschaft nicht mehr gefährlich vors Tor. Zumindest für einen Moment. Dafür die Gäste mit der Riesenmöglichkeit für Marc Werner, hier das Ding klar zu machen. Aber Andreas Lobsch, der auch einige Male Interimstrainer bei Liebert-Wolkwitz war, souverän. Eine Chance gibt es noch. Flanke für Christoph Aus. Die Riesenmöglichkeit kurz vor Ende des Spiels. Aber damit die Chance auf 3 Punkte vergeben. Denn wenig später wird abgepfiffen. Liebert-Wolkwitz und Bad Lausick trennen sich mit 1:1. Und wie Erik Ziffert findet, ein verdientes Ergebnis. Ja, also ich denke, die Arbeit unserer Trainer trägt langsam Früchte. Wir haben in den vergangenen Partien wirklich sehr viele Tore gekriegt. In den letzten 2 Spielen haben wir uns da ein bisschen gesteigert, haben auch mal wieder 0 gespielt letzte Woche, was sehr wichtig war. Ja, das hat man einfach heute gesehen. Unsere Viererkette spielt jetzt seit 4 Spielen so zusammen und das trägt jetzt langsam Früchte. Und wie gesagt, mit Liebert-Wolkwitz sind auch Spieler, die jahrelang schon die Landesliga-Erfahrung haben teilweise. Und deswegen denke ich, waren es heute bis 2 Tore. Vorerst steht Liebert-Wolkwitz auf einem 13. Tabellenplatz, Bad Lausick rückt auf Tabellenplatz 9 vor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.